Moin moin und hallo, ein herzliches Willkommen bei der Tops TV. Ja, heute möchte ich euch mal ein Video zeigen von einer Tastatur, die ich mir gebraucht bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Und zwar die Huntsman Elite. Es ist eine Optomechanical Gaming Tastatur mit einer krassen Rundumbeleuchtung und es soll ja die schnellste Tastatur der Welt sein. Dann schauen wir uns die mal an. So, was hat sie Besonderes? Sie hat Violett Switches. Dann hat sie ein multifunktionales Rädchen für ja, lauter und leiser. Dann, ja, 100 Millionen Klicks sollen die Tasten aushalten können. Ja, ein ergonomisches Rüstrest, also Handablage. Und ja, da sind die Leder-Switches angeordnet mit der Optomechanical. Die werden durch Lichteinstrahlung gebrochen und dadurch sollen die schneller reagieren. Ja. In Lichtgeschwindigkeit, sagen sie, Speed of Light. Aber da wollen wir uns doch mal das gute Stück angucken. Und dann wollen wir es mal auspacken. So. Da drin verbirgt sich natürlich als erstes eine Willkommenskarte. Dann natürlich das Handbuch. Gehen wir es mal schnell durch. Für jeden, der was gucken möchte, kann ja Pause drücken, falls ihm das interessiert. Aber es ist ja eh nur das Gleiche. Das Wichtige waren ja die ersten Seiten. Na, komm schon. Das war das hier. Mit den Anschlüssen, zweimal USB, die Funktion von dem Rädchen und alles. Da nochmal die Erklärung mit dem Handballen und welche Beleuchtungsfunktion die Tastatur hat. Das war's auch schon. Dann wollen wir mal reingucken und das gute Schmuckstück auspacken. Als erstes haben wir hier was. Okay. So. Stellen wir das mal nach hinten. Da haben wir schon die zwei USB-Anschlüsse. Und im Doppelpack haben wir die Tastatur. So. So sieht die Rückseite da aus. Mit Klappfüßen. Und ja, fühlt sich gut an. Und schauen uns mal den Handballen an. Auch metallisch, Aluminium, also nicht billig. Also die Oberfläche ist Aluminium. RGB-Leuchte rundherum. Da ist der Anschluss an der Tastatur. Die wird dann vorne magnetisch, zack, ui, hält aber richtig gut. Ja, und damit ist das der Inhalt der Tastatur. Aber im Anschluss des Videos werde ich euch noch zeigen, wie sie angeschlossen wirkt mit der Beleuchtung, damit ihr einen kleinen Einblick darüber habt. Ja, hoffe es gefällt euch.
Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Video wieder rein. Würde mich sehr freuen, wenn es heißt, der Tops TV packt aus. Und ja, lasst ein Abo da, ein Like, ein Kommentar. Das wäre mega nice von euch. Ansonsten, vielen, vielen Dank. Bis bald, bye bye. So, wie versprochen im Anhang wollte ich euch ein Video zeigen von der angeschlossenen Tastatur. Sorry für den Wackler gerade. Wie das wirkt mit der Beleuchtung. Es ist schon ein Augenschmaus. Da kann man nichts sagen. Ja, die Handfläche vom Ballen ist auch top. Wie gesagt, ist magnetisch. Sobald man sie anschließt, selbst ohne hat die Tastatur vorne eine Beleuchtung. Und mit dem Handballen hat man die Beleuchtung als Erweiterung. Ja, wie gesagt, der hat die lila Switches. Ich kann euch viel von den Druckpunkten erzählen, aber jeder Gamer muss für sich selber wissen, was am besten ist. Sie ist ein wenig laut, ja, das gebe ich zu, aber man merkt den Anschlag direkt und es ist in dem Sinne eine wahre Freude. Ja, ansonsten abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen und verpasst meine anderen weiteren Videos nicht. Das wäre wunderbar. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.